Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge konnten wir dem Herrn irgendwo hier vor mir helfen, indem wir seinen Geist, ja, befreit haben sozusagen. Ich wollte eigentlich in dieser Folge in die Minen gehen, allerdings ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar, wir sind ja mit einem Ziel hier hingekommen. Und zwar die Sache mit keine Freunde. Dem werde ich jetzt erst noch kurz folgen, dass wir das auf jeden Fall zwischendurch nochmal eben erledigen können. Die Frage ist nur, es wird mir nicht oben angezeigt, ne? Es müsste aber irgendwo hier oben in diesem Fort drin sein. Übrigens schon mal eine kleine Warnung vorweg. Es geht mir wieder schlechter. Das heißt, wenn zufällig zwischendurch Wie oft mal. sollen wir uns denn noch streiten, Abigail? Wann bist du endlich zufrieden? Wir werden streiten, bis du deine Lauscher aufsperrst. Ich höre dich laut und deutlich, nimmersatte Hausdrache, verbissene Meckerhexe, eitles Zankweib. Eines Tages werde ich dir Gift in die Suppe kippen. Und bevor dieser Tag kommt, bringe ich dich zur höchsten Klippe und schubst dich runter. Ja, die sind eindeutig verheiratet. Nein. Was ich sagen wollte, falls mal irgendwo kleine Tonaussetzer sind oder so, dann kann das sein, dass ich da gerade einen Hustenanfall bekommen habe. Nee, das ist weiter rechts von mir. Okay, ich bin hier völlig falsch. Und ja, also es liegt dann nicht am Spiel, sondern es liegt dann an mir, weil meine Stimme im Moment völlig im Eimer ist. Und ich euch jetzt nicht hier die Ohren voll husten möchte. Ist das jetzt. Doch, das ist das da. Ah, jetzt zeigt das auch an. Das ist doch das hier oben, oder? Nee. 20. Das ist hier auf der Seite. Oh, gut. Ich dachte schon, ich kann jetzt hier gleich nicht mehr runter. Hier ist abgeschlossen. Aber das muss der Laden hier sein. Ich guck noch mal eben. Bin ich doch hier, ne? Oder? Ich würde sagen, das muss der Laden sein. Das hier wird nicht der Laden von Fernando sein, hier dieses Gebilde. Da ist übrigens auch noch was am Leuchten gewesen gerade. Kommt man denn da holen? Ah, okay. Also wenn ich hier bin, zeigt er mir komischerweise aber auch nichts an. Hier vorne, das ist abgeschlossen. Ich meine, dass wir aber festgestellt hatten, dass das was anderes war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da kann man hoch, da kann man nicht hoch, nehme ich mal an. Es wäre eigentlich relativ einfach, aber man kann ja auch nicht hochklettern oder so. Hier lief doch gerade noch irgendjemand. Der, die Frau lief hier eben noch. Und hier ist noch was. Brauchen die sicher nicht mehr das Fell. Also da oben waren wir schon drin. Das hier ist kein richtiges Haus. Da waren wir ja auch schon drin. Das war ja diese. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Was ist mit dir? Mr. McRae, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ihr strahlt ja so mächtig wie die Sonne im April, Mr. Suther. Ja, aber da gibt es nichts Neues. Ich muss los. Danke für eure Zeit. Gebt auf euch Acht und keine Ursache. Scheint aber von dem einen Typen zu sein hier. Also scheint jetzt nicht dieser Laden zu sein. Ja, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich müssen wir doch dann erst in die Minen. Also jetzt ist es wieder das Haus hinten. Also ich verstehe es so, dass das dieses Haus ist, was abgeschlossen ist. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwo hier drin ist.
Aber wir waren ja überall schon, oder? Das große geradeaus ist, glaube ich, von uns gewesen. Das war mit dem hier. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier schon drin waren. Aber das ist ja nicht der Laden. Und er zeigt es ja auch hinten an. Ach so, das ist die eine. Nee, das ist unseres, genau. Ja, also ihr seht mich jetzt gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, das Haus oben, wissen wir ja, das ist von diesem einen Typen, der ja abgelöst werden soll. Sobald ich nach hier gehe, ist die Markierung auch wieder weg. Wenn ich jetzt hier stehe und ins Inventar gehe, zeigt er mir an, es ist noch ein Stück weiter vorne rechts. Und das Einzige, was hier vorne rechts ist, ist halt das Haus. Aber da kommen wir anscheinend ohne Schlüssel nicht rein. Und ja, da hört dann auch schon alles auf, was ich jetzt dazu weiß. Ich meine, ich kann hier auch nichts kaputt machen oder so. Ich komme rechts nicht rum, ich komme links nicht rum. Komme ich hier hoch auch nicht. Ja, mysteriös. Ne, von oben werden wir da auch nicht runterkommen, nehme ich an. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann erstmal das Ziel wieder umstelle tatsächlich. Jetzt haben wir hier natürlich so lange Zeit dran vergeudet. Eingang den Minen, zack. Dass das vielleicht eine doch sehr lange Folge jetzt werden könnte. Ihr könnt es nicht töten, aber verlangsamen könnt ihr es. Was? Ihr meint jetzt wahrscheinlich die Sache mit den Minen, oder? Au. Oh, wir können auch durchrutschen, das ist gut. Minen. Die Frage ist jetzt, wie sind wir nochmal da hingekommen? Das war, glaube ich, hier. Zeigt mir das so komisch jetzt an, aber ich meine, das war hier durch diesen schmalen Durchgang. Ne, Moment, jetzt wird's länger. Moment, Moment. Aber anders kommen wir da, glaube ich, nicht hin. Ne? Wir müssen da und dann quasi nachher links rum. Ach nee, da war noch dieser Aufzug hinter uns. Ja, mit dem Aufzug sind wir da hingekommen. Ah, ja, 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 ja. Also tut mir leid, ich habe jetzt ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Dementsprechend habe ich die Wege jetzt auch gerade nicht mehr so drin. Der Aufzug war das da hinten, glaube ich, ne? Da müsste ich doch von hier oben theoretisch einfach so rüber können. Ja, 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 ja. Sehr gut. Der war da oben oder war der oben? Bereit für die nächste wilde Fahrt? Voll die wilde Fahrt hier. Abgesehen von den Umständen ist das doch recht romantisch. Sind Horden wütender Schemen etwa nicht nach deinem Geschmack? Mit dir an meiner Seite sind sie das. Das hat er irgendwie schön gesagt. Kann sich auf den Wind könnte ich verzichten. Nicht so romantisch, wie du es dir vorgestellt hattest, ne? Vielleicht sollte ich jetzt um deine Hand anhalten. Versuch's ruhig, dann schneide ich das Seil durch. Ach, die sind noch gar nicht verheiratet gewesen. Jetzt haben wir die Antwort. Ich war mir ja nie so hundertprozentig sicher. Warum ist die Truhe jetzt schon wieder am Blinken da oben? Hä? Füllen die sich wieder auf? Nee, oder? Du bleibst weiterhin liegen, hoffe ich mal. Wie sind wir da jetzt? Hier ist auf jeden Fall noch ein Kraut. Wie sind wir da nochmal hochgekommen?
Da gab es doch irgendeinen Trick. Ah ja, hier ist ein Leiter. Guter Trick, ne? Eine Leiter. Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Wir hatten die Tür doch geöffnet. Hä? Ist die jetzt wieder abgeschlossen? Ich kann da aber nicht so richtig... Oh, von wo muss ich denn hier zielen? Von hier anscheinend nicht. Kann man das von außen machen? Auch nicht. Hm. Also irgendwie alles ein bisschen mysteriös, aber ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel Zeit daran verbringen. Schön liegen bei einem Mann, Junge, ja? Wir müssen uns jetzt hier schon in der Mine abmühen. Ich will mich jetzt nicht auch noch mit dir abmühen. Ist das eigentlich aufgeladen? Ja. Blöde Frage eigentlich, wenn man gerade schon am Zielen war, aber... Ja, wie gesagt. Ich stehe gerade ein bisschen neben mir, weil mein Kopf gerade ein bisschen Matsche ist. So, jetzt ist allerdings die Frage. Der Eingang zu den Minen suchen, der steht aber nicht. Es ist auch gar nicht hier. Moment. Könnte man da hinten auch nochmal rum? Ja, konnte man. Natürlich. Och, nee, nicht schon wieder. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Ja, warum? Hab doch alles unter Kontrolle. Ich habe zwar gerade mit dir gekämpft, aber das scheint dich nicht zu stören. Gut. Da oben ist auch nochmal ein Kraut. Das nehmen wir noch schnell mit. Ah, jetzt müssen wir... jetzt müssen wir hier andersrum. Hier sind wir letztes Mal, glaube ich, nicht rumgelaufen. Wenn ich mich richtig erinnere. Die Aussicht ist wunderschön. Ich wache jeden Morgen neben einer Schöneren auf. Wollt ihr mich um den Finger wickeln, werte Dame? Vorsicht, denn euer Plan wird mit Sicherheit aufgehen. Das hat er irgendwie schön gesagt. Na, was schaust du dir an? So richtig toll ist die Aussicht hier aber nicht. Na gut, gehen wir erstmal in die Höhle. Nein. Nein, nein. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Nein, tun sie nicht. Was haben wir denn hier schon wieder? Ach, das ist wieder so ein Elite-Ding. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das Problem ist, wenn ich den mache, halte ich mich hier wieder dran auf. Wir machen den auf dem Rückweg am besten. Wir wissen zumindest schon mal, wo er ist. Müssen wir jetzt darunter oder müssen wir... Na, wir sollen den Eingang in die Minen suchen. Hier oben ist wahrscheinlich zu einfach, oder? Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ja, das mag alles sein. Oder heißt das, dass wir hier wieder... Ja, das heißt, dass wir da unten rum können. Das heißt vermutlich, dass wir hier oben nicht rum können. Aber ich gucke trotzdem mal eben, ob da noch was ist. Ja, es ist noch was da. Gut. Boah, dein Ernst jetzt? Da ist noch einer. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Ja, ist es. Aber es war gerade nicht mehr so verborgen, als es mich angegriffen hat. Ich wollte eigentlich darüber laufen und wollte einfach abhauen, aber nein. Es ging natürlich wieder nicht. Würde mich mal interessieren, ob der auch gekommen wäre, wenn ich direkt den Weg hier genommen hätte.
Ja, Elite-Gegner, ich weiß. Ich mache euch ja normalerweise auch immer alle. Aber da wir jetzt schon so viel Zeit hier verschwendet haben. Kann ich irgendwo durchschießen oder so? Nee, ne? Ich weiß. Wir müssen das mit ihr machen. So, Moment. LB, zack, L1. Das wird nichts hier. Wie, das wird hier nichts? Ich bin extra wegen dir hier runtergekommen. Also von da oben, oder wie? Aber da müssen wir... Komm doch... Ah, Moment. Nee. Ach, du sollst wechseln. Hier, das können wir kaputt machen. Sehr schön. So, genau, das ist der Weg dahin. Halt. Kupfer. Kupfer war hier. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Mal noch was nehmen. Ja, das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt hier auch wieder nicht klappt, dann kriege ich die Krise. Dann kündige ich dir. Komme ich denn... Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, komme ich denn überhaupt da durch? Was war das? Habe ich da gerade nicht was gehört zum Umschalten? Ich bin mir gar nicht sicher. Klavana, ich sehe, habt ihr hergefunden. Sebastian, was macht ihr hier? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Auch wenn es nicht einfach sein wird, durch diese düsteren Tunnel zu navigieren, werde ich mein Bestes tun, euch den Weg zu zeigen. Eure Hilfe ist gern gesehen. Ihr müsst nicht mitkommen. Ja, er muss natürlich nicht mitkommen, aber seine Hilfe ist trotzdem gerne gesehen. Keine Ahnung. Hab Dank. Auf der Suche nach der Quelle für den Zorn von Horden von Untoten hat man doch gern gute Gesellschaft. Ich fürchte, ihr Zorn ist gerechtfertigt. Viel Tragisches ist an diesem Ort geschehen. Penningtons Taten sind ungeheuerlich. Euer Tod muss eine schmerzende Wunde sein. Ich bin Soldat. Ich werde für meine Dienste bezahlt. Und der Tod gehört dazu. Einer stirbt, damit viele leben können. Ich habe den Kranken und Sterbenden gedient. Als ich an der Reihe war, war ich bereit. Aber jetzt im Vor, das ist kein nobles Opfer. Einer stirbt, damit alle anderen ebenfalls sterben. Also er denkt da ähnlich, wie ich auch schon denke. Erzählt uns ein wenig mehr über Helen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Meine Gemahlin ist eine starke Frau und eine ehrliche Haut. Jeder Tag an ihrer Seite ist ein neuer Segen. Sie ist meine Frau und meine beste Freundin. Ich hatte nie mit jemandem wie ihr gerechnet. Als sie in mein Leben trat, wusste ich, dass ich zu Hause war. Dank ihr wollte ich ein besserer Mensch werden. Ah, das Gefühl kenne ich. Sie gab mir ein Taschentuch. Ich hielt es fest, als sie starb. Es war ein Symbol unserer Liebe. Sie war und ist immer in meinen Gedanken. Und sie ist es nach wie vor. Sie ist meine Welt. Jetzt und für immer. Was werden wir dort unten finden? Den Zorn der Verlassenen. Sie haben ihm vertraut. Er hat sie hintergangen. Er hat sie zurückgelassen. Ich bezweifle, dass sich ihr Zorn besänftigen lässt. Tja. Ähnlich wie wir es schon mal hatten mit dieser einen, die wir verbannt haben. Man sieht sich, Sebastian. Natürlich. Natürlich. Immerhin sind wir zwei Geister, deswegen sehen wir uns auch. Wann immer ihr soweit seid. Ja, ich bin nicht so weit, aber wir müssen ja mal weiterkommen hier, ne? Oh Gott. In welche Richtung zu gucken wäre denn jetzt am besten? Das ist, glaube ich, hinten, oder? Sieht eher aus wie beides hinten.
Jerichos Minen haben wir entdeckt. Die Quelle der Wut der Schemann. Ja. Nicht mehr weit, dann werdet ihr gefunden haben, was ihr sucht. Hoffe ich. Schade. Dabei habe ich unseren kleinen Spaziergang doch so genossen. Ja. Ich bin mal gespannt. Also für mich riecht das wirklich alles danach, dass das wieder sowas wird wie das, was wir im Wald hatten mit der Bestie. Weil es halt viele Leute sind und viele sich in Anführungszeichen zusammengetan haben oder die Wut sich zusammengetan hat sozusagen. Wie lange dauert das noch? Oh, na, wunderbar. Ich glaube, von hier aus kommst du nach unten. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich wollte eigentlich sagen, wie lange dauert das noch, weil ich stehe kurz davor, einen Niesanfall zu kriegen. Aber gut. Von hier aus kommen wir nach unten. Das ist doch immer gut. Ist alles in Ordnung? Bringen wir es einfach zu Ende. Ja. Ist das normal, dass es hier so knurrt? Das war irgendwie so ein komisches Geräusch gerade. Was ist hiermit? Das können wir nicht kaputt machen, ne? Das ist nur... Ja, ja. Dachte ich mir schon. Benedikt hat die Barrikaden wie aus dem Nichts befohlen. Ich hatte kaum Zeit, mich von Helen zu verabschieden. Das muss furchtbar gewesen sein. Ein Soldat muss Opfer erbringen. Ja. Würden nicht so viele Menschen sagen, dass ein Soldat Opfer bringen muss, dann gäbe es keine Soldaten, die Opfer bringen müssten. Dann könnten nämlich alle in Frieden leben. Wobei mit so viele immer nur eine Handvoll Menschen gemeint ist, die halt davon profitieren, finanziell. Um nichts anderes geht es ja im Krieg, nur um Geld. Ja, ich weiß. Ach so, kann ich das alleine nicht? Wie ich das liebe. Ja, der geht richtig einer dabei ab, wenn die das macht, ne? Gut, jetzt haben wir erstmal beide Sachen hier offen. Frage ist, können wir hier nur was einsammeln oder geht's hier auch weiter? Ne, es ist nur eine kleine Kammer. Da war noch was. Ich warte ja mal darauf, dass der gleich aufsteigt, ne? Aufsteht. Okay. Dann müssen wir da auf jeden Fall weiter. Ich wollte gerade noch sagen, und das sieht mir so danach aus, als ob wir hier kämpfen müssen. Haben wir ein paar übersehen? Da oben hat das geschossen. Die Geister dieser Soldaten waren wütend. Auch die Soldaten blieben nicht verschont. Wer nicht von Krankheit oder Durst dahingerafft wurde, der ist aus schierer Verzweiflung gestorben. Was war's bei euch? Tut mir leid. Mir auch. Und Pennington wird es ebenso bald leid tun. Ja, das befürchte ich auch. Okay, die Frage ist jetzt, welchen Weg nehmen wir? Hier, Moment. Doch, da sind wir hergekommen. Dann gucken wir erstmal eben hier, ob das hier noch weitläufiger ist. Ich möchte, wenn, dann natürlich auch alles mitnehmen. Oh, sehr schön. Okay, das Problem ist, hier geht es anscheinend weiter. Da geht es runter. Das heißt, von dem anderen Weg aus geht es wahrscheinlich auch hier durch. Aber ich gehe trotzdem nochmal eben zurück. Vielleicht können wir nämlich auf dem anderen Weg noch irgendwas einsammeln oder so.
Also das dürfte der Weg sein. Die Frage ist, kommen wir hier hoch? Ja, hoch kommen wir. Ist hier auch noch was zum Einsammeln? Ja. Die arme Sau hier. Achso, und das ist dann das zweite. Ja, gut. Gut, gut. Dann nehmen wir direkt den unteren Weg. Und von da oben, glaube ich, wären wir sonst runtergesprungen. Hier ist nichts mehr. Ui, ui, ui. Die Tunnel gehen überraschend tief runter. Zur Blütezeit war das ein beeindruckendes Bergwerk. Seht ihr den Lift? Er führt bis auf den Grund der Mine. Mhm. Das ist richtig. Die Frage ist nur... Rechts ist auch nochmal eine Kammer. Die Frage ist nur... Kriegen wir den so hochgezogen? Wir probieren es einfach mal. Also. Hier müssen wir rüber. Lore um Lore wurden nach oben befördert. Alle voll beladen mit Erzen. Da hinten ist was lila am Blinken. Da würde ich gerne auch hingehen. Müssen wir irgendwas abschießen oder so? Nee, ne? So, was haben wir hier? Was ist da drüben? Noch mehr versiegelte Tunnel. Noch mehr Tod in der Finsternis. Okay. Na gut, also die Siegel können wir nicht aufbrechen, so wie es klingt. Hier kommen wieder Gegner, oder? Moment, das ist da so... Stimmen von Geistern besorgen diesen Ort. So am Leuchten. Das kann man nicht. Ah, Moment, Moment. Ja, ist doch gut. Einmal reicht doch. Lass mich das mal wegschießen hier. Oder auch nicht. Wieso geht das nicht? Muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite aus machen. So, da können wir noch hoch. Da können wir noch rum. Gucken wir uns erstmal das hier an. Ich habe mich bei Gray darüber beschwert, dass es in den Tunnel so heiß ist. Aber Wilson sagt, da lässt sich nichts machen. Mehr Brennstoff für den Hochofen, wenn du deinen mickrigen Lohn haben willst, antwortet er nur. Das hört sich ja schlimm an. Geht es dir gut? Ja, so ähnlich habe ich mich vor ein paar Tagen auch noch angehört. Wenn die Hochöfen glühen, würde ich hier ungern arbeiten. Die Arbeit, die die Männer hier verrichteten, sollte New Eden reich machen. Tja, und was ist mit den Männern, die hier gearbeitet haben? Sollte die das auch reich machen? Ich glaube eher nicht. Oha, hier haben wir wieder was zum Einsammeln. Okay. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber das werden wir noch brauchen. Achso, doch, um da hochzukommen wahrscheinlich, ne? Sonst wäre das zu hoch. Okay, was haben wir hier noch? Hallo? Du sollst das untersuchen? Haben die Bergleute bei Ausbruch der Krankheit aufgehört zu arbeiten? Sie haben gearbeitet, bis sie nicht mehr konnten. Ja. Befehle ausgeführt, nehme ich mal an. Bis sie nicht mehr konnten. So, die Frage ist nur, müssen wir jetzt nach ganz unten? Denke ich mal, dass das unser Ziel ist. Jetzt können wir endlich mal gucken, was das hier ist. Ein markierter Eimer. Der Bergbauarbeiter. Wir haben wieder ein Püppchen gefunden. Ach so. Sehr cool. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das ist, aber ich denke mal, das gibt auch irgendwie eine Errungenschaft oder so. Okay, dahinter ist zwar was, aber das kann ich so nicht wegschießen. Doppelt und dreifach gesichert, so wie das aussieht. Gut. Da hinten war eine Sackgasse, da komme ich noch nicht rum. Gehen wir erstmal hier hoch.
Warum kann ich hier hoch? Hier ist doch gar nichts. Ah doch, da ist noch was zum Einsammeln. Es ist immer prädestiniert, dass man dann den Weg, der offensichtlich nicht der richtige ist, doch nochmal geht, damit man was findet, ne? Das hat man ja schon öfter. Okay, hier kommen wir gleich weiter. Ja, 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 ich weiß doch, ich weiß doch. Wieder Bergbauarbeiterpüppchen. Und ich würde es gerne lesen hier. Brief eines Bergarbeiters. Mein Liebling, ich schreibe dir direkt, weil deine Mutter mir sagte, dass dich die neuesten Meldungen traurig gemacht haben. Es ist alles gut. Wir sind hier zu unserer eigenen Sicherheit eingesperrt, auf dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Die Krankenschwestern kümmern sich gut um uns und die Männer von der Miliz bringen uns Essen, Wasser und andere Vorräte. Es wird schon bald vorüber sein und dann werde ich nach Hause kommen. Wir werden im Fluss angeln und mit Dudley spielen. Ich werde dir das Schießen beibringen, aber das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Hilf deiner Mutter im Haushalt und auf dem Markt, kümmere dich gut um deinen Bruder. Sag brav deine Gebete auf und bleib stark. Wir müssen uns schon bald... Ups. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Dein dich innigst liebender Vater. Ja, den hat er offenbar nie abschicken können. Andererseits denke ich mal, hätte es den Jungen auch nicht erreicht. Okay, sie sieht diese Zeichen. Ich fühle den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Wir müssen das Ritual finden, von dem Sika erzählt hat. Ich habe noch ihre Aufzeichnungen über die Lage der Hütte. Ja, solange das nicht der Elite-Gegner war. Also hier sind Runen, die kann ich mit ihr sehen, aber die bringen mir natürlich nicht allzu viel. Und das kann ich mit beiden nicht machen. Warum nicht? Na gut, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach unten wahrscheinlich, ne? Ich dachte eigentlich, dass wir das als letztes machen müssen. Aber, kann man das kaputt schießen? Nee, ne? Nee. So, das kann ich gar nicht benutzen. Da oben ist noch eins. Moment, Moment, Moment. Haben wir hier noch was Schönes drin? Ja, bei sowas darfst du mal doppelt schlagen. Das ist das Einzige, wo du doppelt schlagen darfst, ja? Da geht's nicht weiter. Alter, was ist denn hier die ganze Zeit am Knurren, als ob das ein Hund wäre? Steckt fest, verdammt. Da unten ist eine mächtige spektrale Präsenz. Viele von uns sind hier unten ums Leben gekommen. Zum Teufel Hallo? War das? Oh nein. Sie kommen. Oh, was war das denn? Ein paar übersehen? Weich aus! Oh, das ist so nervig, dass sie dann irgendwann anfangen zu blocken. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Wirklich, oder? Du bist im Visier. Ich weiß. Ja, bloß nicht am Visieren. Kein Thema. Wer ist mit einem Highland Kiss? Schön, dass ihr bei uns seid, Sebastian. Erklärt ihr uns bitte, was wir da gehört haben? Das kann ich nicht. Was nun? Ich schlage vor, wir schlagen uns durch die Barrikade. Folgt mir bitte. Ja, ob das so eine gute Idee ist? Ja, und alle verlassen sie mich natürlich jetzt hier, ist ja klar.
Ui. Ja, rechts oder links, Leute? Also ich denke mal, wir müssen nach rechts. Also gucke ich hier links. Ach, das ist dieses eine, genau. Oder? Das ist doch das, was eben so im Weg war, ne? So, was haben wir hier? Schießpulverinventur, Lieferung, Lieferung, Lieferung. Okay. Sie hat aber auch gerade irgendwie... Aha, hier sind auch wieder diese Zeichen. Nein, ich wollte eigentlich wechseln. Ich guck noch mal eben, ob das jetzt tatsächlich hier war, wo ich nicht weitergekommen bin. Nee, das ist eine Kammer. Ah. Weiter geht's. Okay. Ein Püppchen! Der Bergbauarbeiter. Genug Schießpulver, um uns alle umzubringen. Genug, um dich umzubringen, meinst du wohl? Ja, genug Schießpulver, um auch mich umzubringen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil sie braucht ja nicht mehr umgebracht zu werden. Das hat sie schon gut alleine hingekriegt. Okay. Kann man hier noch irgendwas... Kann man nichts freimachen, ne? Dann gehen wir so wieder zurück. Aber cool, wir haben noch ein Püppchen gefunden. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus, dass es, wie gesagt, nur so ein Sammelkram ist. Was ist das? Was ich gerne mache. Ein provisorischer Kontrollpass. Markiert die mit. Okay. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass wir die Mitte schon erreicht haben? Hier kommt doch wieder was. Haben Sie mit einem ganzen Regiment gerechnet? Mehr oder weniger. Wir wussten, dass die Sterbenden nicht kampflos aufgeben würden. Wir mussten sie davon abhalten, den Rest zu infizieren. Reizend. Wer kann es einem Mann verdenken, lebend nach Hause zurückkehren zu wollen? Nichts darf die Mine verlassen. Ja, das ist ja gut. Da steht nicht, dass niemand die Mine verlassen darf. Oh, ist das hier weitläufig. Moment, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Mhm. Schwarzschaft, was haben wir hier? Niemand darf sich den Eingängen nähern, wenn er nicht harsch bestraft werden möchte. Okay. Harsche Regeln, Sebastian. Habt ihr sie aufgestellt? Ich bedauere die Notwendigkeit. Sagen wir hier. Noch ein bisschen Geld. Ja. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch mal das Lagerfeuer. Schauen noch mal kurz, ob wir noch irgendwas verbessern können hier. Ich kann es gar nicht amüsieren jetzt. Entwicklung. In der Entwicklung haben wir noch was offen. Einen roten Punkt. Ja, der bringt mir ja nicht so besonders viel. Wobei, eins von denen könnte ich noch. Aber das war irgendwas, was nicht so gut war, glaube ich. Kostet 40 Geisterpunkte. Alle perfekten Wechsel verursachen außerdem 20% mehr Schaden. Ja... Ja, ja, ich mach's mal da rein. Obwohl, Moment, wir haben glaube ich noch eins, oder? Wir hätten hier noch eins. Ist das vielleicht besser? Nach einer erfolgreichen Parade. Ja, das war das mit den Schwachpunkttreffern. Ja. Weiter geht's nicht, dann fängt er wieder von vorne an. Nee, dann würde ich sagen, dass wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir gleich auch auf einen Bosskampf treffen werden, weil sonst wäre jetzt hier kein Speicherpunkt gewesen, kein Ort, wo man sich nochmal zur Not hätte aufrüsten können.
Und wir sollen halt das Wesen in der Mine suchen, was auch immer das heißen mag. Es bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes. Ich sag da mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.